Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Der Wunschzettel des SV Meppen, der liest sich ungefähr so, als wenn sich treue Kinderaugen die Carrera-Bahn, ein Hamster und vielleicht sogar noch die PlayStation auf einmal wünschen. Meppen möchte gerne gewinnen, die 20-Punkte-Marke knacken und am liebsten sogar noch auf einem Nicht-Abstiegsplatz überwintern. Na bitte, liebes Christkind, schauen wir mal, was du für den SV Meppen da parat hast. Lotte kommt besser ins Spiel, die rot gekleideten Gäste mit Adam Strath. Deutlich besser die Mannschaft in der ersten halben Stunde. Meppen mal mit einem Entlastungsecke. Und das Nick Proschwitz. 29. Minute mit der ersten wirklichen Gelegenheit. In diesem Spiel direkt die Führung durch Nick Proschwitz. An 9 Toren der Mepper beteiligt. Der ist erst im Oktober ins Emsland gekommen. Was für eine Bilanz. Und bei jedem 3., 6., 9. und 12. Treffer will er den Schuhputzer machen. Kontergelegenheit kurz vor der Halbzeit. Dennis Undaff, klasse Parade. Kroll, Julian von Hake, 2-0. Brutale Effektivität in Weiß und Blau. Kroll macht's großartig. Und Julian von Hake, den Neid hat ein paar Wochen auf der Bank hat schmoren lassen. Das ist eine Visitenkarte für die Startelf im neuen Jahr. Gute Stimmung zur Pause im Emsland. Sie waren einfach richtig gut drauf, machen aus 3 Gelegenheiten 2 Tore. Wir sind in Durchgang 2. Kuddelmuddel im Lotter Strafraum. Kleinsorge 3-0, doch nicht abgepfiffen. Die Situation ist ein bisschen knifflig, denn Kleinsorge, der kommt hier jetzt ins Spiel und ist sehr nah an der Torlinie und damit, wenn wir es oben sehen, eigentlich auch, als der Ball zu ihm kommt, im Abseits. Sehr schwierig zu bewerten, immer noch 2-0. Drube probiert noch was, aber von seinem Team kommt in Durchgang 2 viel zu wenig. Es ist ein schwacher Auftritt. Meppen kann kontern über den eingewechselten Granatowski. Und fast das 3-0. Chato, dem Lotter, springt der Ball noch an den Oberschenkel. Meppen in Erwartung des Heimsieges, des so wichtigen Heimsieges vor Weihnachten. 3 Punkte. Das Ziel rückt näher. Meppen kann kontern, kann eigentlich alles klar machen. Puttkammer, der Innenverteidiger. Kleinsorge mitgelaufen. Und der, der so stark war in den letzten Wochen, verstolpert die Vorentscheidung. Am Ende reicht es trotzdem. Meppen gewinnt 2-0. Ja, ich denke, wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan, ins Spiel zu kommen. Und machen dann durch einen super Standard, durch einen super Eckball, haben wir die ganze Woche dran gearbeitet, weil wir letzte Woche schon so viele Standards hatten gegen Kaiserslautern und die sehr, sehr schlecht waren. Und da gehen wir 1-0 in Führung. Ich denke, ab dem Zeitpunkt hatten wir das Spiel super im Griff und haben das kämpferisch, spielerisch, alle gemeinsam super gelöst. Da sieht man ganz einfach, wie ich ja auch schon vor dem Spiel gesagt habe, dass uns im letzten Drittel im Moment noch die Lösungen und Ideen fehlen. Vollkommen klar. Das ist aktuell noch nicht unsere Kerndisziplin, weil wir das auch einfach in dieser Saison als in Anführungsstrichen kleiner Verein noch nicht so oft erlebt haben. Und dann kann man, glaube ich, der Mannschaft die Mentalität und das Bemühen überhaupt nicht abstreiten. Aber es fehlt dann halt die zündende Idee bzw. die Positionsdisziplin, um irgendwie Torchancen zu kreieren. Er hat ein taumelndes Team wieder in den Griff bekommen. Trotzdem der Drube-Effekt, der lässt so langsam nach. Er muss was machen im Winter, gerade vorne. Ja, und der SV Meppen in den letzten 5 Spielen 10 Punkte. Ja, mit der Punktausbeute kann es was werden. Mit dem ersehnten Ziel Klassenerhalt.